Jens Winkler fährt jeden Morgen seine 3 Kilometer in das Büro von Malteser International in Darbonne, wenn die Sicherheitslage es zulässt. Seit November 2010 ist der Architekt aus Hamburg für die Hilfsorganisation im Einsatz. Heute besucht er das Waisenhaus Lamp Center Children Home. Während des Erdbebens war das Gebäude vollkommen zerstört worden. Nun leben hier wieder 77 Waisen in einfachen Holzhütten. Malteser International hat für das Waisenhaus neue Latrinen mit integrierten Waschmöglichkeiten gebaut. In dieser 4. Kabine hier haben wir eine kleine Dusche eingebaut für die Kinder. Also es gibt einen einfachen Wasserhahn, wo die sich waschen können. Die Wasserversorgung geschieht über Regenwassersammlung, über das Dach. Der Zugang zu sanitären Anlagen und sauberem Trinkwasser ist vor allem für die Kinder eine große Erleichterung. Auch für das Waisenhaus L'Enfant de l'Espoir, wo 47 Mädchen und Jungen unter schwierigen Bedingungen leben. Neue Wasserpumpen und Latrinen sind die ersten sichtbaren Zeichen für eine Verbesserung der Lebenssituation. Neben solchen Sanitär- und Bauprojekten leisten die Malteser auch einen Beitrag zum Wiederaufbau der sozialen Infrastruktur vor Ort. Deshalb unterstützen sie die lokale Organisation L'Espoir beim Wiederaufbau ihrer Gemeindebibliothek für Kinder und Jugendliche, die demnächst in Darbonne eröffnet wird. Bereits kurz nach dem Beben konnte durch die Errichtung provisorischer Klassenräume und eine Finanzierung der Lehrergehälter der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Für den Schulbau ist Jens Winkler zuständig. Später sollen auch ein Kindergarten, ein Ausbildungszentrum sowie 2 weitere Schulen in Darbonne und 7 Schulen im schwer zugänglichen Hinterland entstehen. Es gibt also Flüsse zu durchqueren, es gibt keine Straßen dorthin. Also der ganze Transport von Material wird über Fußweg oder über Pferdetransport organisiert werden müssen. Und das wird auch Einfluss haben auf den Entwurf und auf die Konstruktion dieser Schulen. Gemeinsam mit den Gemeinden entwickeln die Malteser Konzepte, um die Infrastruktur der Schulen zu verbessern und sie gleichzeitig kindgerecht zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen dabei eine sichere und barrierefreie Bauweise sowie der Zugang zu sanitären Anlagen und sauberem Trinkwasser. Damit es bei zukünftigen Naturkatastrophen nicht wieder zu diesem Ausmaß an Zerstörung kommt, werden die Schulen erdbeben- und zyklonresistent gebaut und gemeindeorientierte Katastrophenvorsorgemaßnahmen umgesetzt. Das bedeutet für uns, dass wir einen sehr großen Aufwand haben an Überwachung, an Kontrolle und dass wir oft auf den Baustellen sein müssen, damit diese Richtlinien eingehalten werden können. Selbst in diesen schwierigen Zeiten steht für viele Haitianer die Bildung im Mittelpunkt. Nicht selten laufen Kinder mehr als 2 Stunden, um ihre Schule zu erreichen. Doch für die Kinder von Darbonne ist die Schule die einzige Hoffnung, der Armut und dem Elend des Lebens eines Tages zu entkommen. Nur so erhalten zukünftige Generationen die Möglichkeit, ihr Leben selbst und besser zu gestalten. Wir benötigen dringend Ihre Spende. Jetzt. Spendenkonto 102030. Bankleitzahl 370 205 00. Oder online www.aktiondeutschlandhilft.de